Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Oh, Freunde, schmeckt gut. Und die Arbeit, die jetzt kommt, schmeckt auch gut. Ich lasse es ein bisschen langsam angehen. Wir werden jetzt ein bisschen Schönheitsarbeiten machen, bevor wir die Endmontage unserer Bremse durchführen und natürlich dann auch die Entlüftung. Vorab möchte ich mich erstmal bedanken. Und zwar, ja, ich hole mal den Zettel eben raus, habe ich hier einen Brief bekommen und dazu noch ein Tütchen. Ich zeige euch das mal kurz. Bisschen hier im Schatten. Und zwar war das da drin. Könnt ihr das sehen? Die zwei Schläuchlein. Noch frisch verpackt. Das sind nämlich original für diese Belüftung. Ne, was wir gestern beim Schrott geholt haben, sind das nämlich diese Übergänge. Und da hat geschrieben, der liebe JP, auch genannt Jörg. Jörg, ich grüße dich an dieser Stelle. Ist heute angekommen. Hallo Chanol, ich sende dir hiermit zwei Verbindungsstücke für den Unterdruckschlauch am Astra F. Unser Astra F. Das ist eine neue Generation, weil die braunen oder schwarzen Plastikteile immer abbrechen oder abgebrochen sind. Vielen lieben Dank dafür. Also das hier sind nämlich flexible. Und da hat wohl Opel dazugelernt. Ja, hätte ich es nicht auf den Schrottplatz gekriegt, hätte ich die natürlich sofort eingebaut. Ich werde die aber aufbewahren. Irgendwann wird bestimmt wieder was passieren. Oder bei dem brechen sie ab und ich baue die dann nachträglich ein. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Freunde, ich habe wieder Post bekommen. Beziehungsweise etwas geliefert bekommen und ich war auf dem Trödelmarkt. Geliefert bekommen habe ich unsere Bremsflüssigkeit für unseren Opel Astra. Ich habe hier eine Bremsflüssigkeit 5 Liter für den Passat und 1 Liter von Febi Bildschirm Dot 4. Und das ist nun das zweite, was angekommen ist. Und das packen wir natürlich auch sofort in den Kofferraum rein. Und so langsam entwickelt sich das Ganze. So, rupp, nehmen wir das mal in der Hand. Das heißt, wir haben hier schon die Flüssigkeit für unsere Servolenkung, die Bremsflüssigkeit und das Paket mit dem Inspektionssachen müsste jetzt in Kürze auch kommen. Und dann geht es auch schon los, damit der Wagen auch mal endlich auf die Straße kann. So, dann habe ich ein neues Griffstück für meine Kamera. Übrigens sehr praktisch. Ja, was habe ich gehört? Schleifblöcke habe ich gekauft. 180er und 240er. Sehr praktisch. Auch wenn das Zeug irgendwann abgenutzt ist, kann man damit auf dem Trödelmarkt ganz günstig bekommen. Die Dinger für 2 Euro, 5 Stück. Und das, der Vorteil ist einfach, man kann die auch so benutzen. Dann kann man Schleifpapier drumherum wickeln und dann hat man so Bock zum Schleifen, weil das so schön flexibel ist oder weich. Ja, dann habe ich mir für die Bremssättel in Zukunft so Haken geholt. Ich mache das immer mit meinem flexiblen Zeug. Aber irgendwann ist das auch genug. Handschuhe mit schönen Gummilegierung da drin, beziehungsweise Gummifläche. Dann habe ich hier noch so eine kleine Messingdrahtbürste und zu guter Letzt einen Aufsatz für den Bohrer. Nochmal so eine runde Drahtbürste, Stahldrahtbürste, damit ich auch an der Bremse und so mal schön dazwischen kann. Das ist doch ziemlich eng und damit klappt das bestimmt wunderbar. Ja, summa summarum habe ich für alles bezahlt 11 Euro. Kann man nicht klagen, auf dem Trödelmarkt und somit ein, finde ich persönlich, Schnapper gemacht. Ja, was habe ich schon vorbereitet? So, gehen wir mal hier rüber. Die Bremse ist soweit nackt. Es hängt nur noch der Motor dran. Hier das Blech habe ich ab. Träger ab, Sattel ab, bla bla. Ihr wisst Bescheid. Übrigens hat einer in den Videos geschrieben, du hast da eine Delle. Ja, habe ich. Genau da. Sah man auf der Kamera immer so extrem. Wartet, da. Da sieht man sie. Pech. Hätte man rausmachen können. Das Problem ist wirklich, bei dieser Farbe, bei dem Schwarz sah man das alles gar nicht. Bei der Farbe sticht das nur so vor. Ja, und so sieht unsere Ecke aus für heute. Haftgrundierer, der Spray, also der Lack, Schwarzlack, der hier auch 600 Grad hitzebeständig ist. Dann habe ich noch Aceton, um das Ganze zu entfetten. Ja, Bremssattel, Bremsträger und dann noch die Abdeckung. Und dazu habe ich hier die beiden Werkzeuge, einen Winkelschleifer hier mit der geilen Scheibe von euch, die empfohlen ist, wurde. Dann hier noch so eine runde Drahtbürste, aber da kann ich ja variieren zwischen der runden und der, die ich jetzt gekauft habe. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch und ja, ich werde das Ganze ein bisschen vorspulen. Machen wir das mal ein bisschen schön hier, Freunde. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich werde die Bremse selber aber nicht lackieren. Ich will nur das Blech lackieren. Also die Bremse selber bleibt dann in so einem Aluminiumton, ne? Weil da mit Lack, nachher klebt irgendwas oder erzeugt irgendwie doch eine kleine Kante oder so. Das lasse ich lieber weg. Den Bremsträger könnte man theoretisch lackieren. Ich guck mal. Ich mache es erstmal sauber und wir sehen uns gleich, Freunde. Genießt die Musik.
bin jetzt soweit fertig und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich bin von dem Ergebnis und ich danke nochmal dem Zuschauer, der mir da, oder die, den Zuschauern, die mir diese, wie hieß das, Kackscheibe? Nee, hier diese Scheibe empfohlen hat. Ey, wirklich richtig geil, um Dreck und Rost zu entfernen. Ich werde mir davon auf jeden Fall noch mehr bestellen. Den Link dafür packe ich euch auch gerne in die Videobeschreibung. Holt euch das Teil, wenn ihr solche Sachen sauber kriegen wollt. Es sieht wirklich richtig geil aus. Ja, viel habe ich ja nicht gebraucht, die kleine Drahtbürste, weil ich natürlich am Bremssattel kein Gummi beschädigen wollte oder die Bremsleitung. Trotz, dass es keine Scheibe ist zum Abflexen oder so, kann es natürlich passieren, dass durch die Wucht auch die Bremsleitung dadurch beschädigt wird. Deswegen passt auf an dieser Stelle. Ja, sonst hatte ich nur meinen Schlüssel für die Geschichte mit dem mit der Bremsleitung. So, 11er. Packe ich euch auch gerne in die Videobeschreibung. Sonst einen kleinen Kasten und zum Kontern hatte ich noch den 17er Schlüssel, Handschuhe. Ja, habt ihr gesehen. Und das Ergebnis seht ihr gleich auch nochmal anhand der Bilder. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Also hitzebeständiger Lack sozusagen. Und dann haben wir hier noch den Bremssattel. Ich habe, wie gesagt, da drin die Auflagefläche und so, das, oder den Bremssattel selber habe ich gar nicht gemacht, weil ich einfach hier keinen Schaden herbeiführen wollte. Nachher machen wir noch irgendwas kaputt und es läuft Bremsflüssigkeit aus. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ich weiß, das Licht ist nicht so gut. Deswegen schaut euch jetzt die Bilder an und wir sehen uns gleich wieder. Ich persönlich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ja, wer es nachmachen möchte, es hat höchstens eine halbe Stunde gedauert. Die Trocknungszeit der beiden Spraydosen ist wirklich sehr, sehr kurz, muss man echt sagen. Also teilweise nur 2-3 Minuten, dann war es schon, aber wir haben auch noch 20 Grad locker. Also ihr könnt, ja, sagen wir eine Stunde, dann habt ihr auf jeden Fall alles inklusive Farbe fertig. Ja, euer Mr. Do It Abschlusslook. Übrigens, nicht wundern, diese Schrauben hier, die habe ich nicht neu geholt, die habe ich auch sauber gemacht. Ne, die Schrauben hier von dem Träger oder von der Abdeckung. So, Prost. Euer Mr. Do It. Bis morgen. Bis dann. Ciao.